Da sind wir auch schon wieder bei einer weiteren Folge Potato Classics in Hitman. Und dieses Mal haben wir auch einen Aktenkoffer dabei. Jetzt sind wir geschäftlich hier. Ich habe mir nämlich mittlerweile eine neue Idee ausgetüftelt, wie wir das Ganze denn machen könnten. Zumindest für den ersten. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass der Kerl hier wieder da hinten hingeht. Ach ja, diese Musik hier. Zwar kann die Band irgendwie nur drei Akkorde spielen, aber für einen normalen Popsong würde es mittlerweile reichen. Na, gehst du wohl dahin? So, den haben wir. So, jetzt müssten wir hier... Na, ich will mich doch... Da, Suit Bodyguard. Für mich ist das gerade eine neue Aufnahmesession. Von daher nehmt es mir nicht übel, wenn ich hier gerade wieder so ein bisschen den Körperklaus mache. Throw over Dingsbums. Hoffen wir mal, dass er da... mehr oder weniger weich landet. Ja, reicht, ne? So, und jetzt können wir hier den Gewehrkasten wieder aufnehmen. So. Denn das brauchen wir jetzt. Ich hoffe mal, der hat einen Schalldämpfer mit drauf. Das wäre nämlich ganz super. Denn wir wissen ja, unser Opfer... Oh, wie kann ich nochmal, bevor ich hier große Schüsse oder sowas abliefer, wo kann ich hier zoomen? Da war, ach ja, da war es ja, Keyboard. Scope View ist auf X, okay. So, und der geht öfters mal raus. Das heißt... wir könnten einfach von hier aus warten, bis der da vorne rausgeht und den einfach mal wegschießen. Und dann würde nämlich nur noch einer bleiben. Wir müssten uns nur hier schnell genug entfernen. Am besten ohne die Waffe. Na, wo bleibst du denn? Komm heraus, wenn du dich traust. Ja, okay. Also ab und zu muss man hier tatsächlich... je nach Plan muss man ein bisschen mit warten vergeuden, sage ich mal. Wir können ja mal auf der Karte gucken. Da läuft der eine lang. Was ist denn da? Da. Da ist er. Noch ist er nicht draußen. Er bewegt sich. Jetzt geht er gleich hier vorne rein und dann könnten wir vielleicht gucken, ob wir ihn erwischen. Läuft er? Ja, er läuft. So, dann gucken wir mal. Da ist er. Ja, genau dazwischen. Der ist genau zwischen den Holzpfosten. Ich schieß wie blöd. Oh Mann, das gibt's da nicht. Okay, wir suchen uns was anderes aus. Shotgun nehmen wir mit. Wir können aus dieser Position zumindest nichts machen. Haha, da bist du ein bisschen spät, ne? Ja, mach genau vor mir die Tür zu. Weil die Leute sind ein bisschen in Alarmbereitschaft. Aber auch nur minimal. Das Ganze liegt jetzt daran, dass sie wohl die Schüsse gehört haben und gesehen haben, dass da eine Waffe liegt.
So, da sind wir jetzt. Ich würde ganz gerne den Keller aus der Hacienda erstmal erwischen. Oder der Weinkeller. Ich glaube, diesmal übernehmen wir den Weinkeller erstmal. Wir haben es ja letztes Mal schon versucht. Zack. Die Bombe steht. Dadurch wird das Seil hier fallen und dann fällt das Ding genau da drauf. Daher gehen wir jetzt erstmal hier vorne hin. Ich nehme mal an, dass der Zünder reicht. Jetzt möchte ich mal ganz kurz gucken, wohin wir gehen müssen. Das ist das Zünder. Da ist der Weinkeller. Treppe. Das könnte entweder der oder der sein. Ich nehme an, es ist der. Das heißt, wir müssten gucken, weil der da vorne drin steht. Und dann lassen wir das Ding fallen. Deswegen gehen wir jetzt auch erstmal hier raus. Jetzt mal versuchen wir es mal ein bisschen mit Heimtücke hier. Er steht in der Ecke. Das heißt, wir können jetzt den Zünder drücken. Na komm, Detonator. Der Detonator ist, glaube ich, gedrückt worden. Wir müssen mal gucken, was passiert ist. Hoffen wir mal, dass es geklappt hat. Dann sind wir nämlich diesmal nicht aufgeflogen. Das ist schon mal nicht geklappt. Vielleicht sind wir nicht nah genug dran gewesen. Gucken einfach mal auf M. Ja, das war auf jeden Fall der. Da steht der Kerl. Guck mal, jetzt geht er dahin. Sind wir doch zur tatsächlich rechten Zeit da. Müssen wir uns nur beeilen, dass wir nicht gesehen werden dabei. Na, warum hat es nicht detoniert? Komm. Ne. Wahrscheinlich ist die Reichweite dafür zu blöd. Ja, dieses Mal klappt wohl nicht immer alles. Steht er noch da? Nein, er steht nicht mehr, er kommt. Okay, okay, ist ja gut. Guck mal, steht das Ding denn da noch? Ja, die Bombe ist auf jeden Fall da. Mann, Mann, Mann. Das kommt wieder von der ganzen Planung her. Mal gucken, was es hier noch alles gibt. Das. Na egal. Hier hätten wir auf jeden Fall noch mal Munition. Die nehmen wir gleich mal mit. Hier könnten wir einen gleich mal verstecken. Oh. Man selber kann sich nicht drin verstecken, ne? Okay. Neue Idee. Wobei, eigentlich ist die alte gar nicht mal so schlecht. Wir müssen nur den richtigen Zeitpunkt abwarten. Jetzt habe ich mich verlaufen. Ja, super. Plupp. Der andere läuft jetzt gerade hier vorne durch. Da vorne müsste also gleich kommen. Dann geht er wieder da vorne entlang. Hier war... Genau, da ist das die Geheimtür. Ja, okay, wir haben die Geheimtür gefunden. Verstecken uns hier ganz fies im Schrank. Ah, jetzt steht er da hinten. Nee, da steht er nicht. Da wäre das gewesen. Ah, da ist ein großes Ausrufezeichen.
Wir sind hier auf jeden Fall, ist diese Geheimtür da. Da können wir den aber anscheinend nicht erwischen. Da können wir vielleicht hinterher für abhauen. Na gut. Jetzt steht er wieder da. Müssen wir diesmal in die Nähe gehen, Moment. So, das sollte doch reichen. Den haben wir wohl erwischt. Ja! Gucken wir uns gleich das Resultat an, aber wenn ich jetzt da hingehe, werden wir vielleicht noch getötet. Aber wir sehen, wir haben auf jeden Fall eine Wache erwischt. Ja, super! Ah doch, aber hier, der ist auch, der hat auch so ein rotes Kreuz. Aber jetzt gerade sind alle Wachen da vorne, deswegen gehen wir da nicht, nicht entlang. Ich überlege gerade, wir könnten uns aber, jetzt wo alle hier sind, eine von den Wachenkleidungen holen. Oh, jetzt gehen wir gerade in die falsche Richtung. Die Wachenkleidungen gibt es ja natürlich dann auf dieser Seite. Da lang. Hier. So. Tür zu. So, ich hab doch da. Da ist die Wache. Da ist doch was. Da liegt doch was. Suitworker. Ja dann. Haben wir doch schon die nächste Verkleidung hier. Also diesmal hat es tatsächlich was gebracht. Hopp, aus dem Weg hier. Wir bräuchten aber wahrscheinlich, um den nächsten zu erwischen, ein bisschen mehr Planung. Und ich muss hier wirklich mal rausfinden. Mein Gott. Blip. So, Moment. Da entlang und da. Okay. Es dauert so ein bisschen, bis ich mich hier zurechtfinden kann. Also da haben wir ihn auf jeden Fall gerade erwischt. Wie geplant ist das Seil da runtergekommen. Und jetzt bringen sie die gerade in einem Leichensack weg. Geht mir aus dem Weg. So, und wir kommen auf jeden Fall schon mal hier vorne hin. Nächster Plan wäre dann, wir brauchen eine Wachenuniform. Dafür gucken wir mal schnell auf die Karte. Da, das wäre alles in der Hacienda. Da könnte eine Wachenuniform irgendwo drin sein. Müssten wir uns aber was für aussuchen. Da vorne ist was, was ich mir näher angucken möchte. Das wäre da vorne in der Ecke. Da ist nämlich ein großes Ausrufezeichen. Das heißt, vielleicht könnte man da hochklettern. Ja, man kann da hochklettern. Das wusste ich tatsächlich gar nicht. Das war jetzt nur geraten. Aber gut. Hilft uns auf jeden Fall weiter. Ah, guck mal da ist er. Dann gucken wir aber schnell, wer noch da ist. Er ist gerade alleine in diesem Raum. Dann nutzen wir das Ganze für uns. Aufgabe erfüllt und raus aus dem Fenster. Das lief doch wie geschmiert hier. Langsam nimmt mir der Ton zu viel Überhand. Geht schnell wieder runter. Ah, nicht mehr runter. Es lief nicht mehr wie geschmiert. Dann laufen wir halt hier lang. Okay, wir wurden letzten Endes doch wieder entdeckt.
Aber ich glaube, wir haben es auch fast geschafft. Ich hoffe so sehr, dass wir jetzt auch am richtigen Ende sind. Es wäre echt mies, wenn wir jetzt wo ganz anders lang müssten. Weil da vorne steht, glaube ich, unser Flieger. Müssen wir jetzt noch was machen? Na? Verfolgt mich nicht? Verfolgt mich? Dann laufen wir. Sind ja fast da. Oh! Die Wache schläft, glaube ich. Dann müssten wir hier eigentlich fertig sein. Ah, so. Okay, ich muss wohl noch ein Stück nach vorne laufen. Muss ich nicht. Hier drin ist richtig. Ah, hier, Escape. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Und das ohne eine... ja doch, wir haben eine gegnerische Wache haben wir dabei getötet. Aber ansonsten sind wir, glaube ich, ohne große Verluste ausgekommen, ne? Ja, genau. 3 Kills. 2 davon waren die Hauptperson. Shots fired. Wir haben... Ach ja, wir haben am Anfang mit der Scharfschützen... Munition ein bisschen rumgeballert. Close Combat Kills. Ja, das waren... Na, Moment. Das war doch nur einer. Accidents war einer, ja. Okay. Das war doch super. Damit würde ich sagen, verabschiede ich mich von der heutigen Folge und wir sehen uns auf jeden Fall noch in der letzten Folge Hitman wieder.